In meiner ehemaligen Pfarrei Rednitz-Hembach haben wir 2013 mit Pfadfindern begonnen. Ein Highlight jedes Jahr ist die Andacht mit dem Friedenslicht aus Bethlehem. Frieden. Lange Zeit haben wir im Frieden leben dürfen. Für viele von uns war das selbstverständlich, weil wir, Gott sei Dank, bisher eigentlich nur Friedenszeit erlebt haben. Seit dem Februar dieses Jahres aber der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat, herrscht Krieg in Europa, wie immer wieder in den Medien zu lesen oder zu hören ist. Zehntausende Menschen sind schon gestorben. Viele mussten aus ihrer Heimat fliehen. Weltweit sind Preise für Lebensmittel und Energie gestiegen. In diese zeitgeschichtliche Situation hinein hören wir auch heuer wieder im Evangelium der Heiligen Nacht die gute und hoffnungsvolle Botschaft der himmlischen Heerscharen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Liebe Gläubige in unserem Pfarrverband, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen allen frohe, gesegnete Weihnachten, ein friedvolles Fest der Geburt Jesu Christi, dem Licht der Welt. Möge sein Licht, seine Botschaft des Friedens hineinstrahlen in die Dunkelheiten dieser Welt und sie wieder heller machen. Für das kommende Jahr 2023 wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie schnell vergeht die Zeit. Es ist wieder Weihnachten und bald ist schon da das neue Jahr. Für mich Weihnachten ist keine Party. Weihnachten ist eine Geburt des Lebens, eine Geburt des Lichtes in der Dunkelheit weltweit. Ja, es ist nicht bedeutungslos, dass diese Feier dem neuen Jahr vorgeht. Weihnachten ist mit den lieben Menschen die Zeit zu verbringen. Weihnachten ist die gemeinsame Erinnerungen zu teilen. Deswegen wünsche ich Ihnen allen alles Gute, Gutes und gesegnetes Weihnachtsfest, viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr. Vergelt's Gott. Liebe Schwestern und Brüder in unserem Pfarrverband, ich wünsche Ihnen allen ein frohes und ein gnadenreiches Weihnachtsfest. Gnadenreich. Die Erfahrung der Gnade. Es gibt im Alten Testament ein Leitmotiv in dem Beten des Volkes Israel und das lautet: Herr, zeige uns dein Angesicht. Damit ist gemeint, lass uns deine heilende und aufrichtende Gegenwart erfahren, die in unserem Leben eine heilvolle Wende herbeiführt. Und das Neue Testament bezeugt, dass diese Erwartung, diese Sehnsucht, die die Menschen des Volkes Israel erfahren haben, dass diese
Sehnsucht erfüllt worden ist. Und zwar in Jesus Christus. In ihm ist gleichsam das Angesicht Gottes anschaubar geworden. Und das ist das Fest Weihnachten. Wir feiern, dass Gott sein Angesicht gezeigt hat, in Jesus Christus gezeigt hat, damals in dieser geschichtlichen Stunde, als er gekommen ist, aber auch heute. Er kommt ja nicht nur, ist nicht nur gekommen in die damalige Zeit, er kommt auch heute. Er kommt zu dir, er kommt zu mir, er kommt zu uns allen. Und wo er kommt, da passiert das, was der Prophet Maleachi sagt, dann jubelt das Volk und es geht ihm so ähnlich wie einem Kalb auf der Weide, das hohe Luftsprünge macht vor Freude am Dasein. Das ist die heilvolle Wende, die erfahrbar wird, wenn die Gnade Gottes erscheint. Das ist Weihnachten. Die Gnade Gottes ist erschienen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein frohes und gnadenreiches Weihnachtsfest.